So, neuer Tag, neues Video. Wie man sieht, hier sind wieder Teile gekommen. Packen wir mal aus, oder? Was ein Drecksmesser. Ja, der hat es gut gemeint mit einpacken. Ups. Einmal 65 Kubik. Welcher, keine Ahnung, war Blindkauf. Ersal. Hier E50 Gehäuse. Und hier dasselbe noch einmal. Was sie damit machen, keine Ahnung. War ein gutes Angebot. Sehr wahrscheinlich werden die Teile verkauft, um dann das Rennmaxi zu finanzieren. Alter, absolut ehrenlos da innen, Mann. Oh, was ist das, Mann? Leck du mir. Ja, es könnte euch nicht einmal offen. Ja. Ups. Warte, stimmen die Hurennummern überein? Ich habe einfach vorher habe ich nie ein Bild gesehen von diesen Kreisen oder so. Das ist ein grobes Bild. Genauere Bilder habe ich nie gesehen. Ja, ja. Irgendwie sehe ich da gerade gar keine Nummer. Ich habe da alle gemacht von türkischen Bazar. Guter Preis, gute Qualität. Und so sage ich jetzt den hier tun. Also, die beiden Gehäuse und der Zylinder wird verkauft. Für den Zylinder 50 Franken und für die beiden Gehäuse 100. Ich denke, ist ein fairer Preis, oder? Ey, wir müssen eigentlich easy LEDs einbauen da drinnen. Sonst hast du so einen fetten Streifen an einer Wandseite von vorne bis hinten. So, weißt du, so eine Kurzwand, mach mal da vorne. Stack. Das wäre hier los. Mach so rot wie im Puff. Also, wie man sieht. Also, hier in der Garage gibt es noch einige Pläne zu tun. Wie man sieht, haben wir ein bisschen ein Platzproblem und so. Und hier ist ja das Schraubenlager. Dann oben dran habe ich gedacht, mache ich eine Ablage mit Streben nach unten auf die Schraubenablage. Da kann man dann den Maxi-Rahmen hinstellen. Und diesen werde ich recht stabil bauen, so dass man den theoretisch noch als Rolling-Chassis darauf stellen könnte. Hopf ist halt, oder? Würde man auf Schweizerdeutsch sagen. Ja, wenn wir vom Maxi sprechen oder vom Mufa Cup Maxi, denn das ist ja der Plan, dass wir das Mufa zum Mufa Cup bringen. Der Plan ist jetzt wie folgt. Wir haben ja jetzt, wie ihr gesehen habt, ihn abgeschliffen. Dann geht es dann irgendwann zum Grundieren. Das machen wir dann aber nicht hier. Denn beim letzten Mal hat es ja leichte Probleme gegeben. Ja. Es ist unmöglich zum Drehen. Perfekt. Wir werden also zuerst jetzt einfach mal alle Teile zusammen kaufen. Wir brauchen dafür ein bisschen Zeit, denn wir haben ja nicht unbegrenzt Geld leider. Das heißt, jetzt werden wir Stück für Stück, ihr werdet es dann sehen in jedem Video, werden wir etwas Neues zeigen oder etwas Neues. Etwas Neues wird ankommen. Unser Plan ist bei Kev eine Schwinge zu holen und zwei Reifen und uns dann Schritt für Schritt nach vorne zu arbeiten. Wir werden, denke ich mal, eine Racing-Gabel einbauen. Wir wissen zwar noch nicht welche. Originalgabel. Easy, oder? Nein, wir haben einfach die vom Ciao, geht super. Dann werden wir das Heck starr machen. Das ist jetzt der Plan. Hat uns Kev empfohlen, das ist wohl am besten. Crosslenker haben wir schon. Da hinten, der liegt schon recht lange da. Rennlenker. Ja, genau. Vom Setup her haben wir gedacht, ein Edicus, ein Gehäuse, viel lager. Dann ein 74er Ersal, den ist dann der Plan, den zu porten, auch bei Kev eventuell. Ich denke mal mit einem 21er Vergaser. Getriebe sind wir uns noch nicht sicher. Zwischen eine Swing High-End Kurbelwelle, Swing Evo-Zündung, logischerweise Seilzugstarter und irgendeinen asozialen Auspuff. Also nicht unbedingt asozial, muss vor allem gut auf das Setup passen. Übersetzung, irgendwas mit Kraft und oben raus gleichzeitig. Da muss ich mir auch noch was überlegen. Und bei dem Starhack habe ich ist mit Kev gesagt, ein bisschen ungenau, sozusagen, dass die Schwinge noch leicht bewegen kann, so ein paar Millimeter. Da spürt man anscheinend das Hinterrad am besten in der Kurve, hat er mir gesagt. Genau, der Auspuff, der irgendwie so macht von RHR, braucht ganz sicher noch eine Halterung, die wir ja jetzt weggeschweißt haben, aber vielleicht machen wir noch eine neue dran. Weggeflext haben, sorry. Ah ja, und beim Motor, wir wollen, denke ich mal, GME machen. Für alle, die jetzt nicht wissen, was GME ist, ich werde es euch jetzt mal hobbymäßig erklären. Also ich werde jetzt ein Bild vom Edicus, und zwar das einblendend vom der Prüfstand, oder das schon auf GME angepasst ist. Wie ihr auf diesem Bild sehen könnt, gibt es da etwa, wo meistens eigentlich der Vergaser ist, ist eigentlich so ein Loch nach unten, wie ihr das seht. Da kann man meistens eine Membran oder Ansaugstutzen, ich glaube die meisten machen einfach direkt eine Membran dran. Dieser
geht dann direkt halt ins Gehäuse auf die Kurbelwelle und spritzt dann direkt von da ein. Und wenn ich jetzt ein Bild vom normalen Zylinder einblende, seht ihr, dass ja meistens da die Einspritzung stattfindet oder da der Vergaser mit dem Ansaugstutzen hineingeht. Und jetzt, da das ja im Gehäuse ist, viel weiter hinten ist, spritzt er weiter hinten ein. Und hat so, das soll wohl besser sein, weil er diese paar Zentimeter oder was auch immer weiter hinten einspritzt. So, Freunde von der Sonne. Also, wir sind jetzt hier der alte Parkplatz am Bus. Wir haben noch Farbreste. Und mit dem Laugenputzmittel ist es nicht weggegangen. Jetzt haben wir bei meinem Vater in die Graffiti-Entferner geholt und versuchen es mit dem. Ich denke, das könnte eine tolle Aktion geben. 48 Franken pro Liter. Perfekt. Geben. Und zwar an meinem Ciao. Das Vorderrad hat sich jetzt geklärt. Da bin ich zu einem Mechaniker gegangen, denn wir haben es nicht ganz richtig hinbekommen, weil wir von der alten Achse umgebaut haben auf diese Lager hier. Weil ja original sind ja andere drin. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche drin sind, aber das sind zumindest nicht solche. Ich wollte auch einfach sagen, auch wir gehen mal zum Mechaniker, denn wir haben es noch nie gemacht und hatten keine Ahnung. Und ihr habt gesehen, wir haben recht gestruggelt mit dem. Jetzt geht es weiter, eben es sind ganz viele Verbesserungen nötig. Und zwar einmal hier werden wir jetzt hier noch eine Büchse reinmachen, denn es hat nicht ganz geklappt, weil wenn wir jetzt hier beispielsweise nach hinten ziehen, haben wir extrem viel Spiel. Da brauchen wir eine Büchse, hätten wir schon früher machen sollen, aber machen wir jetzt. Zudem hat unser Hinterreifen wieder einen Platten. Ja, wir sind einfach nur behindert. das wird wir auch noch machen. Dann eben am Motor haben wir jetzt gemerkt, dass dieser Vergaser recht am Arsch ist. Er hat keinen Durchfluss mehr, leider innen. Das heißt, wir können nichts, also es ist nicht im Schwimmer, sondern allgemein im Vergaser. Das heißt, da kommt noch ein neuer Vergaser und dann ist das Teil wieder recht weiter. Zudem dann halt, wie gesagt, dann noch irgendwann die Strebe und alles. Auspuff sieht nasty aus. Das muss man sagen. Aber wie gesagt, es sind einfach jetzt noch wichtige Dinge, die wir halt perfekt machen müssen oder was, die ich halt einfach gut machen möchte, dass halt nicht allzu ranzig ist. Viele haben sich vielleicht mal gefragt, wieso es recht viele solche Dinge halt kratzen. Das liegt daran, der Typ, der dieses Muffel lackiert hat, hat keinen Klarlack drauf gemacht. Super, oder? Und daher sieht es auch so aus. Wir werden es aber jetzt zuerst mal zusammensetzen, perfekt, dass es läuft. Und dann vielleicht nächsten Winter oder den kommenden Winter wieder auseinanderschrauben, um es dann nochmal mit Klarlack zu lackieren. Klar, extrem blöd, das stimmt. Und es nervt auch extrem, aber was wollen wir machen? Wir können es nicht ändern.